Hallo, grüß euch. Ich bin der Schwarzhänsel, bin in unserer Marktgemeinde der Vizebürgermeister. Mein Hobby ist die Politik, die Gemeindepolitik. Skifahren, Fußball, Tennis. Warum wir hier stehen vor dem Kindergarten ist, weil es auf meine Initiative vor 13 Jahren gebaut wurde. Deshalb gebaut wurde, weil unser alter Kindergarten zu klein war und damals für junge Familien kein Platz war, wo sie ihre Kinder unterbringen konnten, wenn sie berufstätig waren. Ich will hier mitgestalten in Löbersdorf und mitarbeiten, dass für die jungen Familien etwas geschaffen wird, wo sie beruhigt und sicher arbeiten gehen können. Darum habe ich mich entschlossen, in die Politik zu kommen und hier etwas zu verändern. Ich bin Hauptschulobmann der Sporthauptschule Löbersdorf. Mit den Sprengelgemeinden Obersimbrunn, Untersimbrunn, Markgrafneusiedl, Großhofen und Ginsendorf. Damals, wie diese Schule erbaut wurde in den 20er Jahren, war die am neuesten Stand der Technik. Heute befindet sich dieses Schulgebäude auch auf dem neuesten Stand der Technik. Wir haben innen alle Schulklassen neu hergerichtet. Die Computerräume haben wir neu gemacht, den Turnsaal haben wir neu gebaut. Wir haben von der Fassade her, von der Wärmedämmung, alles neu gemacht. Für den sportlichen Teil der Schule haben wir einen riesigen Turnsaal gebaut, der für unsere Sporthauptschule sehr, sehr wertvoll ist. Dieser Turnsaal kann auch außerschulisch für die Vereine angemietet werden, so dass die Freizeiteinrichtung in Leopoldsdorf und der Umgebung auch im Winter gegeben ist. Wir befinden uns hier auf der Sportanlage des SC Leopoldsdorf, die, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, sehr gepflegt ist. Auf dieser Sportanlage befinden sich auch die Einrichtungen der Sporthauptschule, sprich der Käfig, die 100-Meter-Laufbahn, die Sprunggrube und die Kugelstoßanlage. Dies, das ich jetzt genannt habe, wird in der nächsten Zeit renoviert. Mit einem Aufwand von 350.000 Euro wird diese Anlage neu hergerichtet, sodass wir, wie bei allen, was die Sporthauptschule betrifft, auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ich bin ein begeisterter Fußballfan, nicht nur Fan, sondern ich spiele auch sehr gerne. Und in Löbersdorf haben wir auch eine Seniorenmannschaft. Unter dieser Seniorenmannschaft nehme ich auch teil. Ich organisiere auch jedes Jahr am 1. Mai dieses Turnier der Vereine, wo die Hobbymannschaften und die Vereine mitspielen, um einen Erlös zu erwirtschaften, sage ich jetzt einmal, der für den Kindergarten meistens verwendet wird.